Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr habt alle ein zauberhaftes Pfingstwochenende gehabt, beziehungsweise heute den Tag noch genießen können. Ich dachte mir, wir benutzen in diesem Video Produkte nochmal, wo ich mir so ein bisschen unsicher war beim ersten Mal und Produkte, wo ich meine Meinung geändert habe, weil ich sie einfach regelmäßiger und öfter benutzt habe. Das Ganze ist recht spannend, denn ich finde, es ist immer ganz besonders wichtig, euch auch Langzeit-Reviews zu geben. Wenn ich euch ein Produkt in einem First Impression vorstelle, dann verschwindet das meistens. Und ich dachte mir, wir benutzen die Produkte einfach nochmal und ich zeige euch ein paar andere Kombinationen, die ich gerne mag. Ich habe die Produkte von Purish zur Verfügung gestellt bekommen, damals schon. Ich habe einige davon wieder mit reingenommen, weil damals war das ein First Impression Video und viele von euch hatten sich gewünscht, dass ich die Produkte einfach nochmal benutze und so eine kleine Meinung dazu gebe, weil sie für euch sehr, sehr interessant waren. Und ein paar andere Produkte habe ich hier auch. Ein paar, die ich euch noch nicht gezeigt habe, die ihr in dem Video am Mittwoch aber als First Impression seht. Also es ist ein bisschen verrückt. Ich bin im Moment so ein bisschen durcheinander. Es ist gerade katastrophal alles hinter den Kulissen. Es ist alles anders als geplant. Ich weiß gar nicht, wie ich darüber reden soll, deswegen rede ich einfach darüber gar nicht. Aber ich freue mich, dass ihr heute hier seid und ich hoffe, es geht euch gut. Ich würde als erstes anfangen mit Creme. Und zwar benutze ich eine Foundation nochmal, die ich mir jetzt in einer anderen Farbe besorgt habe und habe so einen kleinen Hack dafür. Und zwar geht es um die Juvia's Place Foundation, die ja wirklich mein Leben überdeckt. Brauche ich? Will ich? Liebe ich, sie ist nur auf der etwas trockeneren Seite und ich brauche so ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Und deswegen habe ich in den letzten Wochen das oft getestet und zwar mit der Misha Glow Cream. Die hatte ich vor einer Weile mal benutzt und die ist so krass. Sie riecht fantastisch gut. Die ist recht dünn. Also das ist fast wie so ein Gel, zieht aber schön ein und hinterlässt auf eurer Haut wie so einen, keinen speckigen Film, aber sehr, sehr glowy. Sehr, sehr feucht und die Foundation ist eher auf der matteren Seite und beides zusammen verbindet sich so ein bisschen zu einem, ja, sehr, sehr schönen Finish. Und ich möchte auch gleich noch das Sungasm Produkt von Catrice benutzen. Das ist dieses neue Setting Spray. Wunderschön. Mir gefällt es besser unter dem Make-up, weil das Ganze auch gleich nochmal so einen kleinen Glow gibt und ihr könnt sehen, meine Haut sieht aus, als hätte ich wirklich unglaublich viel getrunken. Mein Leben wäre, als wäre die Welt in Ordnung. Wir kommen jetzt zur Foundation. Und zwar hatte ich damals die Farbe Cebu. Die Farbe Cebu oder Cebu ist mir persönlich zu hell gewesen. Und ich finde, das hat am Ende so ein bisschen meine Meinung beeinflusst. Und sie war halt sehr trocken. Deswegen habe ich mir nochmal die Foundation in der Farbe Bogota ausgesucht. Die ist wesentlich dunkler. Also wesentlich dunkler. Ich mische mir das Ganze jetzt aber so ein bisschen zusammen. Dadurch habe ich die perfekte Farbe für mich. Durch die Base kann ich euch etwas besser zeigen, wie funktionieren die Sachen. Ich gebe mir jetzt einfach einen kleinen Spritzer von der Farbe Bogota und einen noch kleineren Spritzer von der Farbe Cebu mit rein. Die Foundations sind aber sehr, sehr günstig. Ich gucke mal, ob ich einen Code irgendwie, ich schreibe Purish heute nochmal, ob ich nochmal einen Code für euch bekomme. Wenn, dann steht da unten einmal in der Infobox. Die Foundation ist jetzt etwas dunkler, aber der Concealer ist wieder etwas heller. Ihr kennt mittlerweile das Spiel. Ich habe mir das jetzt hier einfach mal an meinem Benefit-Ding gemischt. Und gebe mir das auf. Farbe könnte perfekt sein. Und ich habe auch probiert, diese Foundation einmal mit einem kleinen Tropfen Öl zu mischen. Funktioniert sehr, sehr gut. Also sie zersetzt sich dann nicht sofort und ihr denkt, oh Gott, was ist passiert? Die Foundation, ich habe es damals schon gesagt, sie hat mir gut gefallen. Aber wie gesagt, man muss auf jeden Fall, boom, man muss auf jeden Fall viel Pflege drunter geben, wenn man keine super ölige Haut hat. Sie ist halt wirklich Full Coverage. Also das ist die höchstdeckendste Foundation, die ich in meinem gesamten Leben benutzt habe, ohne dabei cakey auszusehen, wenn man nicht zu viel benutzt. Wenn man zu viel benutzt, dann wird das Ganze cakey, aber das ist eigentlich bei jedem Produkt so. Und ihr könnt sehen, das ist einfach Full Coverage. Augenringe, we don't know them. Pickel, we don't have them, we don't see them. Angst vor der Umsatzsteuer dieses Jahr. Sieht man mir nicht an. Wir lernen mit der Farbe umzugehen. Ich sehe jetzt schon wieder so ein bisschen aus wie ein Simpson. Aber das ist nicht so schlimm, Freunde. Wir passen das Ganze gleich an. Ich habe die Foundation auch gestern erst bekommen. Oder vorgestern am Samstag. Wie das Finish ist. Ihr seht schon, es ist viel, viel
leuchtender und nicht so matt. Und so sieht das Ganze einmal fertig ausgeblendet aus. Also wie gesagt, die Farbe ist jetzt etwas in die gelbliche Richtung. Ist aber nicht so schlimm, weil wir das Ganze noch so ein bisschen bronzen. Und ich musste jetzt erstmal auch, glaube ich, für mich so ein bisschen feststellen, welche Farbe für mich passt und welche Mischung. Also ich glaube, das ist ein bisschen viel. Ich habe mir aber nochmal den Concealer geholt, weil den fand ich sehr, sehr gut. Ich hatte ihn nur in der anderen Farbe, in der 23. Ich habe ihn jetzt in der 17. Ihr seht, er ist wesentlich dunkler. Aber für so einen Summer-Look, mega. Der hat auch eine ultra hohe Deckkraft. Der hat jetzt die perfekte Farbe für die Foundation. Und damit korrigiere ich einmal und ich gehe ganz leicht mit der helleren Farbe rein, um so einen Highlight-Effekt zu haben. Und jetzt habe ich die perfekte Farbe. Probiert es aus. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr ein Produkt mögt, aber ihr die falsche Farbe habt, dann, je nachdem, welche Kombination ihr habt, kauft euch entweder einiges heller oder einiges dunkler. Dadurch könnt ihr das Ganze in einem kleinen Lerneffekt euch selber so ein bisschen anpassen. Und jetzt seht ihr, das Ganze ist hell, aber nicht zu hell. Eigentlich müsste ich schon wieder mal so eine Compilation machen. Hat jemand Lust von euch, so eine Compilation zu machen? Maxim Giacomo probiert für 2,5 Jahre seine perfekte Foundation-Farbe rauszukriegen. Auch der Concealer ist etwas auf der, ich würde nicht sagen trockenen Seite, er ist aber auch nicht super feuchtigkeitsspendend. Also wie gesagt, hier ist es ganz wichtig, Feuchtigkeitscreme oder Pflege zu benutzen, denn, aber generell, also benutzt einfach immer vor euer Make-up Pflege und dann passt das auch. Mir gefällt das Ganze sehr, sehr gut. Es ist ein Full-Coverage-Make-up. Also es geht jetzt hier nicht darum, um natürlich auszusehen, Freunde. Wo sind wir denn hier? Ich sette das Ganze einmal schnell unter meinen Augen und wir brauchen recht wenig Puder dafür. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, wenn ich euch einfach nochmal so eine zweite Meinung nach 4 Wochen oder so zu bestimmten Produkten sage. Ihr könnt mir natürlich auch immer gerne in die Kommentare schreiben, Maxim, kannst du das bitte noch einmal testen oder uns noch einmal vorstellen. Ich finde, wir YouTuber oder ich als YouTuber probiere natürlich euch immer so viel Neues zu zeigen, wie es geht. Aber für euch ist das, glaube ich, auch ganz interessant zu sehen, wie benutze ich Produkte weiter. Benutze ich Produkte weiter? Hat sich irgendwas in meiner Routine geändert? Go. Ich benutze jetzt von Fenty den Cream Bronzer in der Farbe Amber. Freunde, die Farbe gefällt mir besser als die andere Farbe. Ich finde, der sieht einfach viel, viel schöner auf der Haut aus. Und ich benutze jetzt hier einen Pinsel von BH einmal kurz, gehe da nur ganz leicht rein und gebe meinem Gesicht jetzt wieder so ein bisschen Form, weil ich habe ihm viel Form gerade weggenommen, dadurch, dass ich einfach eine sehr, sehr deckende Foundation genommen habe. Und die sind so perfekt. Das sind die besten Cream Bronzer, sorry, die ich kenne. Und ich habe neulich in einem Video von Hattie und Letizia gesehen, dass Letizia die Kontur eher hier vorne hinsetzt und nicht so hier hinten. Das ist bei Frauen, glaube ich, immer ein bisschen anders als bei Männern. Weil bei Männern, wir wollen halt sehr, sehr hohe Wangenknochen hier hinten haben und wir wollen ein recht kantiges Gesicht haben. Das ist so ein bisschen schwierig. Ich gebe mir das dann aber auch nochmal hier hin, damit meine Bäckchen, wenn ich lache, hier vorne auch geliftet werden. Ich lache dann und dann schaue ich hier, okay, hier kann ich hin. Und dann, ich als Mann, weil ich eine andere Gesichtsstruktur erzielen möchte durch mein Contouring, gehe dann nochmal hier so ein bisschen lang. Und dann habe ich dieses eingefallene. Ihr könnt sehen, wie schön glänzend meine Stirn ist. Und das habe ich durch diese Creme und durch dieses Setting Spray erzeugt. Okay, so sieht das Ganze einmal sehr, sehr schön aus. Es ist jetzt immer noch recht eindimensional. Und ich habe euch eigentlich ein Produkt in dem Video für Mittwoch gezeigt, als First Impression, beziehungsweise als kleinen Test. Ich möchte ihn jetzt aber trotzdem benutzen und ich gehe jetzt nicht so viel drauf ein. Schaut euch das Video am Mittwoch an. Das ist der neue Charlotte Tilbury Bronzer. Ich nehme jetzt so einen Pinsel hier und arbeite mir diesen Bronzer hier hin. Ein meiner absoluten Lieblingsblushes mittlerweile ist der von Natasha Denona, Freunde. Der ist sehr, sehr glänzend. Und auch hier habe ich festgestellt, es kann schnell in die Hose gehen. Ich wollte euch jetzt einfach nur nochmal zeigen, wie ich ihn benutze. Ich nehme hier einen Pinsel und gehe ganz leicht rein und gehe dann an meinen Handrücken, nehme überschüssiges Produkt ab und dann platziere ich mir das hin. Der ist sehr, sehr stark pigmentiert und sieht, finde ich, nur schön aus, wenn man ihn so in kreisenden Bewegungen ganz leicht aufbaut. Und dann nicht zu weit nach vorne. Das mache ich ja eigentlich immer ganz gerne. Der sieht nur hier irgendwie an den Schläfen schön aus, weil er halt diesen Glow mit drin hat. Und wenn ich mich dann drehe, habe ich hier schon mal einen schönen Glow, aber trotzdem geblushed. Wunderbar. Und das ist wieder dieser kleine Lerneffekt. Ich weiß noch nicht, wie ich dieses Video nennen möchte.
wahrscheinlich eher zweite Chance für Produkte, die ich so ein bisschen unterschätzt habe oder so. Eine Sache wollte ich euch aber noch zeigen und das ist dieser Nabla-Highlighter. Und ich weiß, dass ihn viele extrem hypen und ich habe nie verstanden, warum, weswegen ich ihn in dieses Video nochmal mit reingenommen habe. Das ist dieser Skin Glazing Highlighter. Ich habe ihn jetzt in der Farbe hier Amnesia. Ich gehe jetzt einfach mit einem Pinsel rein. Also er ist schon soft, ne? Aber schön. Sieht sehr, sehr feucht auf der Haut aus. Ist jetzt aber nicht dieses Maxim Giacomo Luvia Prime Glow Kit, ne? Das ist ein sehr softer Highlighter. Man kann ihn sich bestimmt aufbauen. Was mir bei dem Highlighter aber gefällt, ist dieses Finish. Also dieses Wet, dieses Feuchte, ohne Glitzer, sehr, sehr weich. Erinnert mich so ein bisschen, ich habe ihn euch hier einmal geswatcht am Finger. Erinnert mich sehr stark an den Anastasia Beverly Hills und am Reezy Highlighter. Den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ich würde mir einmal ganz kurz die Augenbrauen raufmachen. Da habe ich nämlich nichts Neues. Und dann geht es weiter mit Lidschatten. Ich habe euch jetzt ein kleines Stückchen näher rangeholt. Also schaut euch die Base an. Es ist full, full coverage. Ich könnte jetzt hier noch so ein bisschen mit dem Schwamm einfach unter meinen Augen lang gehen. Und falls euch das zu viel Deckkraft ist, habe ich auch schon ausprobiert, die Foundation oder den Concealer in eure Tagespflege mischen. Dann habt ihr eure selbstgemachte BB-Cream mit eurer liebsten Pflege und mit einer Full-Coverage-Foundation. Weil mich stört meistens bei diesen BB-Creams, A, ich mag die Pflege nicht und B, mir ist es zu wenig Deckkraft. Und so kann ich mir das Ganze einmal selber anpassen. Wir kommen zu den Augen und da möchte ich eine Palette benutzen, wo ich ganz viel Ärger bekommen habe von euch, dass ich sie nicht benutzt habe. Und das ist die Juvia's Place The Nubian Palette. Das ist hier so eine kleine 6er Palette. Recht schlicht, recht soft. Ja, die möchte ich jetzt einfach mal benutzen. Ich gehe jetzt hier in diese Farbe rein. Die hat Kickback. Und die setze ich mich hier in meine Lidfarbe. Da war noch ein bisschen rot am Pinsel. Finde ich jetzt persönlich aber ehrlich gesagt nicht schlimm, weil dadurch wird mein ganzes Make-up einfach so ein bisschen wärmer. Also das ist ja eine sehr klassische kleine Warm-Tone-Palette. Perfekt fürs Reisen, finde ich. Was sehe ich First Impression bei der Palette? Ich finde, diese Farbe, die sind mir zu nah beieinander. Da hätte man vielleicht noch ein Schwarz oder so mit reinnehmen können. Ich brauche auch bei diesen Warm-Tone-Paletten eigentlich immer ein Schwarz, um das Ganze etwas dunkler zu kriegen. Also wieder so ein Stückchen softer und wärmer. Sehr, sehr schöne Farbe. Das ist, Freunde, ich liebe diese monochromen Looks, ne? Jetzt einfach nur diesen Schimmer hier aufs Lid. Mega. Das kann ich natürlich jetzt nicht bringen. Ich nehme jetzt hier so einen kleinen Pinsel und gehe in die Farbe hier oben. Die ist sehr, sehr dunkel. Und das setze ich mich hier hin. Und in die Crease. Sehr schöne Alltagsfarben. Also das ist keine Hi, hier bin ich Palette, sondern das ist eine Hallo, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann und ich möchte es haben. Eine sehr, sehr erwachsene Palette. Aber ich liebe diesen Look. Dieses softe, erwachsene. Okay, ich nehme mir als nächstes einen kleinen Pinsel und gehe in das Braun und setze mir das an meinen unteren Wimpernkranz. Vor allen Dingen kommen jetzt meine Augen, meine grünen Augen, richtig stark zum Vorschein durch dieses Wärmere. Ich blende hier einfach nochmal unten aus. Soll sehr, sehr smoky und sehr natürlich aussehen. Funktioniert halt bei diesen Farben einfach immer sehr, sehr gut. Ich nehme jetzt so einen kleinen angepointeten Pinsel und gehe in diese Farbe hier. Und setze mir die in meine Inner Corner. Aber dieser Look ist so frisch irgendwie. Wir haben zwar eine Full-Coverage Foundation drauf. Wir haben viel Lidschatten im Gesicht, aber trotzdem noch dieses softe, erwachsene, schlichte. Als Mascara möchte ich die Fenty Mascara benutzen. Und auch hier hattet ihr mir geholfen. Die hat ja so eine schräge Bürste, ne? Und ihr meintet, erst die flache benutzen und dann die Rundung. Ich weiß zwar nicht, was es bringen soll, aber es sieht gut aus. Also, ob das wirklich einen Unterschied macht, dieses Bürstchen. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Dass ich mir nichts auf mein Lid gegeben habe, aber ich liebe diesen Monochrom-Effekt. Also ich habe jetzt keinen Schimmer auf dem Lid, sondern es sieht sehr soft aus. Ich bin begeistert. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit Produkten, die ich so ein bisschen unterschätzt habe beim letzten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich liebe diesen Look. Diese Kombination auch aus den Produkten gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich setze euch die Produkte, wenn ich sie finde, einmal unten in die Infobox. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und am Mittwoch wieder mit dabei seid. Passt auf euch auf.